Hallo mein lieber Zuschauer, schön, dass du hier in meinem Kanal eingeschaltet hast. Ja, hier ist die Monatslegung für den Juli 2021, ein bisschen verspätet. Liegt einfach halt daran, dass ich so viel um mich herum zu tun habe. Einmal bin ich alleinerziehende Mutter von einem autistischen Kind mit 5 Jahren und lebe im Ausland, habe meinen eigenen, ich sag mal, Betrieb oder meine Selbstständigkeit in Bezug auf den Global Freedom United und dann habe ich natürlich auch meinen YouTube-Kanal, den ich natürlich halt auch gerne pflege, nur momentan habe ich einfach so viel um die Ohren, dass ich selber nicht weiß, wann ich mal auch mal ins Bett kommen kann. Ich komme in den letzten, ich sag mal, Monate wesentlich mehr zwischen 3 oder 4 Uhr in der Nacht ins Bett und dann muss ich tagsüber mit meinem Sohn aufstehen. Ich weiß, dass ich irgendwann irgendwie dann unter Burnout leiden werde, aber da natürlich die Gesellschaft halt ein bisschen so etipetete geworden ist und ich demnach hier auch mitgehen muss mit der Zeit, auch, normalerweise müsste ich jetzt halt nicht kostenlose Orakel drehen und dann online setzen, aber da wir ja auch momentan eine gesellschaftlichen Probleme haben, wegen der hohen Inflationsrate und weil auch die Wirtschaft geschwächt ist anhand durch den Corona-Quarantäne und viele ihren Jobs verloren haben und halt auch die Beziehung halt am Schwanken ist, fühle ich mich halt hier in der Mission ein bisschen halt euch unter die Arme zu greifen. Eine Privatberatung mache ich natürlich nicht, das machen meine Kollegen auf YouTube. Dafür habe ich leider gar keine Zeit, dass ich Privatlegungen machen kann für meine YouTube-Zuschauer. Gerne könnt ihr mir auch was spenden für diese kostenlosen Readings, die ich natürlich hier online halt reinsetze auf meinem YouTube-Kanal. Mein Spendenkonto könnt ihr unten halt in der Beschreibung hier auch finden. Wenn ihr natürlich gerne spenden wollt, dann herzlichen Dank dafür. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne unterstützen bei meinem Global Freedom United Projekt, wo ihr auch die entsprechenden Links halt direkt unten finden könnt in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es um einen Online-Shop geht, das wird sich verzögern in den nächsten 3 Monate. Ich bin dann noch im Aufbau von meinem eigenen Online-Shop in Bezug auf mein Global Freedom United Projekt. Ja. Ich bitte euch um eines. Es kann sein, dass ihr halt nicht in euren Sternzeichen halt in der Resonanz sein könnt. Dann geht ihr bitte mal unter www.astro.com, um euren Geburtscharter berechnen zu können. Die entsprechenden Webseiten-Link davon findet ihr unten auch in der Beschreibung. Denn es kann sein, dass ihr in eurem Aszendenten dort in der Resonanz sein könnt. Nicht nur, dass ihr dort in Resonanz sein könnt, ihr könnt auch in anderen planetarischen Bereichen halt auch in der Resonanz sein. Das heißt, wenn ihr in 2 verschiedenen Planeten halt doppelt mal zum Beispiel Steinbock seid, könnt ihr auch bei den Steinböcken halt in der Resonanz sein. Oder ihr guckt einfach in eurem Mond, Sonne oder im Venusbereich oder auch auf dem Mars in Bezug auf euren Geburtscharter. Und wenn ihr dort halt die entsprechenden Sternzeichen findet, wo ihr auch drin seid, dann könnt ihr auch dort im Resonanz sein. Also mein lieber Zuschauer, du kannst auch gerne meinen Kanal liken, meine Filme liken und halt auch meinen Kanal abonnieren, wenn dir mein Reading halt dir gefallen hat. Also bis dann. Ich arbeite vorwiegend mit den After Tarot von Pietro Aleggio und von Giulia F. Massaglia aus dem Los Calabeos Verlag. Goldene Raviolene Mohrkarten sowie auch die Kipperkarten von Gerard Marchetti aus dem Königsfurt Orania Verlag, die Lenormand-Karten Blaue Eule aus dem Königsfurt Orania Verlag, die Zeitkarten findet den richtigen Zeitpunkt von Wulfing von Rohr, auch aus dem Königsfurt Orania Verlag, das Engel der Liebe Orakel von Doreen Virtue sowie von der Doreen Virtue das Engel der Orakel für jeden Tag aus dem Verlag Allegria.
felt his lower lip trembled, and a tear disgraced him by making a new furrow down his already tear-streaked face, coming to a sudden halt at the very tip end of his small freckled nose. Willkommen, mein lieber Waagegeborener. Hier ist deine Monatslegung für den Juli 2021. Ich bin deine Universikum Paraphysica. Hier sind deine Karten. Die allgemeine Energien sind einmal halt die Lil hier, dann ein guter Herr und dann Anker. Man arbeitet an irgendetwas, was zum Beispiel entweder was mit einem Rentenantrag zu tun haben könnte, könnte aber halt auch sein, dass es um eine Liebesangelegenheit geht, dass man gerne in eine Partnerschaft eingehen möchte, weil man halt nicht vergeben ist. Und man arbeitet vielleicht sogar halt an ja, der Sexualität vielleicht, wenn man halt Schwierigkeiten halt mit irgendwelchen Krankheiten hat. Das sind die allgemeinen Energien. Ich habe einmal die Wolke. Dann habe ich eine Person, weibliche Figur. Kann sein, dass sie dunkelhaarig ist, aber die Haare blond färbt. Dann habe ich hier einen Brief, eine angenehme Nachricht. Dann habe ich hier einen Kompass, Richtungswechsel. Dann habe ich hier dann die Todeskarte als Transformationskarte. Dann habe ich Mühe und Arbeit. Trübe Gedanken. Und ein Haus. Mein lieber Waagegeborener, entweder kann es sein, dass du hier jemanden kennst oder vielleicht bist du derjenige, der
sich sehr nach jemandem sich sehnen tut oder zumindest sich nach einer Beziehung sich sehnen tut. Es kann sein, dass du vielleicht entweder aus der Vergangenheit jemanden wertschätzen tust und auch gerne hast, der du gerne schreiben möchtest, um halt einen Neuanfang mit diesem Menschen wagen zu wollen. Es muss was Ernstes für dich sein. Ja, so sind deine gedankliche und Wunschenergien. Und es ist so, dass du halt sehr bemüht bist, vielleicht nicht mehr so die trübe Gedanken mehr halt irgendwie zu investieren, weil dir vielleicht klar geworden ist, dass du anhand durch das Gesetz der Anziehung eigentlich zu sehr viel pessimistisch gedacht hast und deswegen nie Chancen hattest, um eine Partnerin oder Partner fürs Leben zu finden. Das kann auch sein, dass das halt für dich dann bewusst oder klar geworden ist. Kann auch sein, dass es dein Gegenüber halt so denkt über dich, ja. Aber es kann wirklich ein Schattenthema von dir sein, ja. Immer so pessimistisch zu denken, ja, über Beziehungen. Ach, ich krieg doch am Ende doch nicht die Richtige. Ach, das wird doch wieder eh nichts mit dieser Frau oder mit diesem Mann. Du hast jemanden im Visier, mit der du es eigentlich dir zutrauen könntest. Wobei, ich sehe zwei Personen. Ich sehe hier nicht eine Person, ich sehe zwei Personen, mein lieber Waage. Entweder kennst du diese Person aus deinen eigenen Reihen und warst schon mal mit ihr zusammen. Und dann noch eine andere, die im Ausland leben könnte oder in einem anderen Bundesland oder in einer anderen Großstadt. Ehrlich gesagt, es kann sein, dass du denkst, eigentlich wollen die beide mich nicht, aber ich hätte gerne mit einen von den beiden. Nur ich habe nie um sie gekämpft oder um mich drum bemüht gehabt. Aber dann müsste ich ja ins Ausland. Und das willst du nicht. Und dann orientierst du dich auf die andere. Und dann merkst du, es wird auch nichts. Irgendwie will sie mich nicht. Muss ich was an mir was verändern? Äußerliche Veränderungen oder innerliche Veränderungen? Ja, diese Fragen wirst du dir stellen. Und tschora. Schwierig. Also es sind gedankliche Energien. Ja, das sind ganz deutlich gedankliche Energien zu sehen. Mal gucken, mal Aufklärungskarte dazu mal zu nehmen. Aber etwas soll sich im Guten sich verändern. Das steht dir fest. Du möchtest auf jeden Fall was verändert haben. Aber es gibt auch eine Person, die hart an irgendetwas arbeitet. Aber du bist bei ihr nicht so sicher, ob sie auch alles richtig macht. Das ist auch gerade so lustig. Ja. Also ich sehe sehr viel Pessimismus, also viel zu viel. Eigentlich willst du nicht pessimistisch mehr sein, willst du optimistischer sein oder dich optimistischer dich entwickeln, aber dann hängst du immer noch in der Schleife mit Pessimismus. Ja, da arbeitet sie im Ausland und da will ich ja nicht, ich will da bleiben, wo ich bin. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen. Will hier bleiben, was will ich denn woanders hin? Nein, ich bleib hier. Nein, ich bleib hier. Keine Ahnung. Schwer. Ein Schattenthema. Zu lernen, optimistischer zu denken.
Ich hatte recht, die Karten wiederholen sich. Es kann sein, dass dir eine Person, die du wertschätzen tust und gerne als Partner oder Partnerin haben möchtest, dich ablehnen wird. Ihr wart vielleicht mal im Streit. Ihr seid alle beide aus unterschiedlichen Gründen aus dem Wege gegangen. Vielleicht habt ihr auch eine andere Weltanschauung, daher der Kompass. Und auch hier die Karte Tod, ne, für Transformation, für eine Veränderung. Und sie lehnt dich ab. Sie lehnt oder er lehnt dich ab, ja. Ja, Ablehnung. Und bei der anderen bist du unsicher. Du willst da nicht hin. Ja, du willst lieber phlegmatisch zu Hause bleiben, da wo du aufgewachsen bist, zur Schule gegangen bist, vielleicht im Kindergarten vorher warst und. Eine Veränderung lässt man nicht so in seinem Leben. Schwer. Mal gucken. Ja, eigentlich hätte man die Möglichkeit, ne, Erfolge zu haben. Aber dann spielt die eigene Gefühle dementsprechend eine große Rolle. Man hat zu sehr auf Wasser gebaut. Viel zu sehr. Vielleicht nimmt man vieles auch zu sehr persönlich. Ja. Muss nicht sein, kann aber. Oder es gibt eine andere Person in den Sternzeichen Fisch, Krebs und Skorpion, der sogar halt mit einer anderen ein Kind gezeugt hatte in der Vergangenheit. Ja. Und deswegen lehnst du diese Frau auch ab. Oder sie lehnt dich ab, weil sie ja schon mit einem anderen ein Kind hat, aber nicht mit ihm vielleicht zusammen ist. Ja? Ja. Sind nicht zusammen. Sind in Trennung. Schon seit einer Ewigkeit. Und du glaubst dem Kadaver nicht. Du glaubst, dass die vielleicht immer noch zusammen sind. Aber sie lehnt ihn ab. Es kann aber auch sein, dass sie dich ablehnt. Oder dass er dich ablehnt. Naja, vielleicht ist sie noch in der Heilungsprozess. Das kann auch ganz gut sein. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Schon wieder der Ritter der Kelche auf der Kopflage. War ja vorher ja schon. Tja, schwer. Also hier ist wirklich das Thema Ablehnen. Egal in welcher Facette. Und pessimistisch denken. Nicht so böse, ja, wenn ihr mich jetzt lachen hört. Aber ist schon schwer, ich weiß. Ich habe das auch schon durch. Tja, das, was der Mensch nicht kennt, das will er nicht. Weil man vielleicht als Kind schon immer sehr pessimistisch gedacht hatte, weil man das halt so suggestiert bekommen hatte durch die eigenen Eltern. Das sind so Kinderthemen, ne? So aus der Vergangenheit, so Kindheitsthemen, Kindheitstraumata. Und ja, das ist euer Schattenthema.
mal sich selbst mal vertrauen zu lernen, sich selber zu sagen, ich möchte dahin, komme, was es wolle. Ich lerne jetzt mal optimistisch zu denken anstatt pessimistisch. Ja, ich will. Ich will. Nee, eigentlich will ich doch nicht. Das ist schon ein harter Tobak. Naja, was willst du denn eigentlich? Ja, daher kommt ja auch nichts von oben. Kannst du lange warten. Du musst schon wissen, was du hundertprozentig haben möchtest. Nicht, dass du am Ende dann halt flüchtest, ne? Und weil du Angst bekommst, ne? Daher macht man sich ja trübe Gedanken. Ja, man verschanzt sich im Haus. Man surft im Internet vielleicht rum. Mal gucken, in welchen Foren oder in welche Gruppen auf Facebook oder so. Was wird denn da gepostet? Vielleicht was über Politik. Ich komme schon wieder mit Politik, wie bei den Zwillingen gerade eben. Ja, kann auch gut sein. So, dann wollen wir noch die letzten Karten hier ziehen. Also viel ist hier nicht. Du hast wirklich wieder diese entsprechenden Themen Beziehung. Scheint wohl Single zu sein. Also hier sieht man sehr deutlich, dass es hier um einen Single geht, der nicht vergeben ist. Klar, logisch, ne? Single sind nie vergeben. Du bist es wert. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert. In Bälder. Kann ja auch jetzt schon sein. Vielleicht bist du jetzt schon in dieser Energie drin, ne? Oder schon seit einer längeren Zeit. Ja. Selbstwertgefühle stärken musst du lernen. Und vielleicht sogar halt mehr optimistischer zu denken. Ja, das sind deine momentanen Themen, mein lieber Waagegeborener. Aber du wirst auf jeden Fall wieder viel Kontakte haben mit den jungen Damen oder jungen Herren. Und es kann sein, dass es hier wirklich um eine männliche Figur sich hier handelt, ja, wo er dementsprechend halt nach Frauen sucht, weil wir haben hier, wie gesagt, Vaterfigur und dann noch ein Kind, denn entstanden ist. Und ja, man möchte schon gerne mit ihr eine Beziehung, aber dann traut man sich dann doch nicht. Man ist sich nicht sicher, was man eigentlich wirklich will. Vielleicht hat man zu lange einsam und alleine gelebt gehabt, sein Leben lang. Und dann noch in eine Beziehung im hohen Alter wird dann schwierig. Da macht man sich halt Gedanken drüber. Lohnt sich denn überhaupt dann noch eine Beziehung? Ja oder nein? Na, das stellt man sich dann automatisch die Frage. Ja, weniger denken machen, mal austesten, mal probieren. Okay, also, mein lieber Waagegeborener, ich merke schon, dass ich müde werde und bald schon leiern werde. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Juli und kannst auch gerne einmal liken, meinen Kanal abonnieren, wenn du möchtest. Ja, halt die Ohren steif. Ich kann da nichts anderes sagen. Ich finde es ein bisschen zwar lustig. Oh, ich hoffe nicht, dass du das so persönlich nimmst jetzt halt, weil ja, das ist nicht einfach, ich weiß, aber da müssen alle Menschen durch. Ich habe das auch schon hinter mir gehabt. Einfach probieren, mehr optimistischer zu denken, sich was Gutes zu wünschen. Das Gesetz der Anziehung. Also meine Lieben, ich mache jetzt mal langsam mal Schluss. Ich muss echt wirklich mal aufhören. Bis dann. Ciao. Möchtest du auch was für den Weltfrieden tun? Dann klick einfach auf diesen Film oder geh in diesem Film unten in der Beschreibung und dort findet ihr zwei Links zu meinen Online-Shops. Denn dort könnt ihr was finden für einen Weltfrieden. Denn nur gemeinsam können wir was erreichen, um einen Weltfrieden zu schaffen. Go for it! Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold.
She got a family of her own. It's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes so they got old. Their stories will still be told.